lieber noch mal ein paar Blöcke nach oben. Es schadet dir einfach nicht. So. Das gehört alles bisher noch nicht zum Fahrzeug. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Na, machen wir lieber noch mal. Abstand ist schon mal gut. So, und jetzt dieser Block hier. Den schweißen wir auch gleich aus. Das ist der Beginn. Das andere ist nur so meine Stützhilfe. Ich brauche ein bisschen Platz hier. Ich hoffe, es ist nicht zu knapp bemessen, aber ich werde es dann merken, sonst muss ich halt alles umbauen. Jetzt bin ich schon unsicher. Das geht ja schon früh los bei mir, ne? So. Okay. Könnte bis jetzt vernünftig aussehen. Was für ein geiler Sound. Fertig. Oh Mann. Im Kreativmodus geht das alles viel schneller. So. Mann, ich hoffe wirklich nur, dass es auch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das ist echt nicht einfach. Und natürlich wieder batteriebetrieben, ne? Wir denken an die Umwelt. Frage ich nur, schließe ich die Batterie gleich hier an? Mittig ist schon mal gut für die Gewichtsverteilung. Oder eins nach hinten. So viel zum Thema, ich habe es mir angeschaut, ne? Aber ich glaube, so müsste es gewesen sein. Gut, was dann? Ich baue jetzt auch noch nicht alles aus. Ich platziere noch schon mal ein paar Dinge. Falsche Taste wieder. So. Aber ich glaube, die Batterie muss ich ausbauen, weil sonst streit mir der Rotor. Na, wenn ich jetzt hier was anbaue und aussehen, dann dagegen stoße, dann dreht sich das alles. Und das irritiert mich dann immer. So. Na, vollkommen. Gehen wir mal das Risiko ein. Vielleicht schaffe ich es ja mit ein bisschen Vorsicht. Na, komm. So, wo haben wir denn unseren Drill? Den brauchen wir. Und den ich benutze, dann ist irgendwie das Thema Fett.
Nein. Wusste doch, das ist zu klein. So. Wir sollten das da unten breiter machen. So. Jawohl. So könnte es was werden. Wenn wir Glück haben. Okay. So, ich bin halt jetzt ein bisschen schweigsam, da ich versuche, so wenig wie möglich Fehler hier reinzubauen. Na, da geht schon los mit der Fehler. Komm jetzt da rein, genau. Theoretisch. Diesmal die richtige Triebwerke nehmen. Und so wie das letzte Mal die falsche. Bei unserem schönen Satellit, der irgendwo hier hinter parkt. Der muss auch irgendwann mal noch ein Update verpasst bekommen mit den richtigen Triebwerken. Ich hoffe, das geht so. Natürlich nicht so, sondern so. Das wird sowieso ein Problem bei diesem Gefährt. Unserem Drillflugzeug hier. Das Ding ist absolut nicht gut zu steuern und zu fliegen. Ne? Wenn ich zu schnell fliege, dann brechen mir hier wirklich die Bohrer hier unten ab. Ne? Sind auf einmal nicht mehr da. Beziehungsweise hier kommen ja auch noch im weiteren Verlauf Landefüße drin. Die brechen auch ab. Die Pistons brechen ab. Ist alles nicht so ideal. Aber ich wollte halt nicht einfach so, wie soll ich sagen. Ich finde es immer ein bisschen langweilig, wenn man einfach so ein bisschen eine flugzeugähnliche Form macht und einfach vorne dran zwei Bohrer oder einer und zack, fertig. Und dann bohrt man senkrecht nach unten, fliegt rückwärts raus. Das finde ich so ein bisschen blöd. Das, ja, fand ich halt nicht ganz so toll. Deswegen habe ich versucht, irgendwie ein bisschen was anderes zu bohren. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das Nonplusultra, aber mir war nicht ganz so langweilig. Und ich kann ja auch immer noch sagen, ey, der Bursch einfach Skill ist, um das Teil zu fliegen. Das kann nicht jeder. Wenn ich die nötigen Skill hast, dann kann ich das einfach nicht. So, das sieht jetzt zum Beispiel schon mal nicht gut aus. Ich rede schon wieder zu viel. So. So. Ja, machen wir es einfach so. Genau. Ist schon wieder falsch jetzt, der Block gibt's doch gar nicht. Was ist denn jetzt auf einmal los? Jetzt passt's aber.
Oh, wo ging denn der Block jetzt hin? Müssen wir gleich mal schauen, wo ich den platziert habe. Ne, hier gehört der bestimmt hin. Hier gehört einer hin. Nein. So, alles in einem schönen, schlichten, langweiligen Grau. Wird natürlich nachher noch geändert. Aber erstmal wird das ausreichen müssen. So. Das passt soweit. Dann können wir hier schon mal noch weitere Triebwerke anbringen, wenn ich sie denn wieder finde. Wir möchten ja in jede Richtung irgendwie steuern können. Kann ja ich. Komm. Die baue ich mal auf der gleichen Höhe mit ein. Na, nicht das große Triebwerk, das passt natürlich nicht rein. So. Andere Seite noch. Ich glaube, ich sollte demnächst mal wieder meinen Hydrogenstand überprüfen. Ich deutsche das Wort schon wieder ein, ne? Mein Hydrogen. So, ne, das baue ich jetzt aber nicht aus. Passt, passt. So, der Auftrieb, den setzen wir nachher dahin. Rückwärtsschub. Kann ich ja gar nicht drunter setzen, ne? Weil sonst streit sich das hier nachher nicht mehr. So sieht's nämlich aus. Ich hätte mir ja auch ein bisschen Metall sparen können, ne? Also, diese Glötze hier, wenn ich es einfach auf der Ebene gebaut hätte. Also ein kleiner Denkfehler noch von mir. Ich sollte mehr so reinbauen wie die Triebwerke. Und genauso hätte ich es hier machen sollen mit der Batterie. Das kann ich jetzt halt nicht eins nach unten setzen. Aber macht ja auch nichts. Ist okay. Passt. Ich kann mir überlegen, was brauche ich denn noch? Komm, jetzt bauen wir auf jeden Fall mal die Batterie aus. Ganz einfach. Wir brauchen Powerzellen und einen Computer. Dann schauen wir mal, was wir hier mitgenommen haben. Na, zu wenig. Zu wenig. Na komm, dann gehen wir ein paar abholen. Ja, dann füllen wir gleich mal unseren Gasflaschen nach. Die nehmen wir alle mit. Was haben wir denn noch? Komm, nehmen wir noch ein paar. Schlimme ist halt, nee, ich nehme nicht alle mit, sonst kann ich wirklich nichts anderes mehr transportieren. Die nehmen so viel Platz weg. Füll mal auf. Wunderbar, ist voll. Auch nochmal 30. So. Komm, ich setze das jetzt alles nach oben, dann baue ich nachher. Und immer überall so durchscrollen. Dann war der halt doch jetzt mit dabei, ne? Wenn ich hier das Schiff ausräume. Ich sage, ihr seid nicht dabei und seid doch dabei. Ich mache immer das Gegenteil von dem, was ich sage.
bin ein Lügner. So, was können wir denn jetzt noch mitnehmen? Komm. Die sind wichtig. Stahlplatte. Alles dabei. Was? 76%? 1, 2, 3, 4, passt. Alles schon. Wie gesagt, das wird auch dann aller Wahrscheinlichkeit nach das letzte Schiff und Fahrzeug, was wir so selber von Hand bauen, wo ihr noch mit dabei seid. Alles weitere zukünftige werden wir hier dann über einen Projektor oder einen Hologrammgenerator oder wie der Block auch immer heißt, wahrscheinlich Projektor, machen. Ja. Jetzt muss ich erstmal ausladen. Mann, ich vergesse immer alles heute. Schlimm. So. Weh, das reicht jetzt nicht. Na komm. Jawohl, es reicht aus. Unsere Batterie mit minimalem Ladestand, aber das reicht uns aus. Ich hoffe. Wenn die so verbunden ist, dann muss ich nochmal aufs Cockpit schauen. Aha. Mit dem Fuß verbunden reicht es, und dass der Strom durchfließt, ich glaube nicht, ne? Ne. Ne, über den Landefuß nicht, da muss der Connector dran sein. Sonst wird das nichts. Aber okay. Das reicht. Wir können ja unseren ersten Flug. Setzen wir das Teil einfach hier drauf ab und dann ist fertig erstmal. Wir können die Batterie aufladen ein wenig. Ah, Construction Components, Small Steel Tube und Motore. So. Construction Component. Motoren. Computer haben wir ja noch. Und davon nehmen wir ein bisschen mehr mit. Müsste reichen, oder? Ich schau mal schnell nach. Aber jetzt zeigt er eh wahrscheinlich den falschen Blueprint dann an. Small. Die Station ist die Large Steel Tubes, dann müsst ihr Small sein, beim kleinen Schiff. So. Das Schweißgerät wieder in die Hand. Da können wir auch noch ein besseres herstellen, aber ich glaube, dazu brauchen wir das Material von fernen Planeten. Das sieht schon klasse aus. Ah, da könnte ich einfach die ganze Zeit hinstarren und träumen. Na, dann kommen wir nie an. Deswegen wird es jetzt echt Zeit, dass wir hier vorankommen. Na. So, jetzt. Passt. Jetzt ist. Was als Rotor Part und Rotor, jawohl. Das färben wir natürlich später alles ein. So, jetzt kommt der interessante Teil, einer der interessanten Teile. Ja, wir brauchen wirklich so viele. Das ist echt abartig, sonst lässt sich das Teil einfach nicht wirklich fliegen. Selbst so ist es schon schwierig, dieses Konstrukt hier zu fliegen. So, wo ist mein Cockpit? Bevor ich es nämlich vergesse, fügen wir dem Cockpit
das hier an. Damit später die Luft schön zirkulieren kann. Ja, fällt natürlich ein Metallgrid. Ist klar. Holen wir aber nachher. So, Cockpit machen wir auch. Bulletproof Glas, Display. Display, Bulletproof Glas, alles klar. Und hier was Metallgrid. Müssen wir alle schon hier haben. Display. Bulletproof Glas war glaub 30. Metal Bit. So. Hervorragend. Jetzt, bevor wir einsteigen, erstmal Hand runter und Visier runter. Wir haben Sauerstoff, denn in unserem Cockpit gibt es noch keinen Sauerstoff. Das müssen wir jetzt erstmal einstellen. Drücken wir die falsche Taste. Und zwar so rum. Jetzt haben wir Sauerstoff. Jetzt können wir auch unseren Halm abnehmen. Aber dazu muss man leider morsch noch aussteigen. So, hat funktioniert. Wir sterben nicht. Wunderbar. Jetzt können wir checken, was unsere Batterie an Leistung hat. Recharged? Ach schön, die lädt ja tatsächlich über den Landefuß auf, ne? No fuel. Wie no fuel? Ich sag recharge. Aber die Soundeffekte haben sie jetzt mittlerweile echt geil gemacht, muss ich sagen. Woher kommt denn dieser Input-Schub immer? Da war doch ein Input-Schub oder habe ich einen Output-Schub gelesen? War ich jetzt schon, bin ich jetzt echt schon zu blöd? Wahrscheinlich habe ich falsch gelesen. Auf jeden Fall haben wir genug Saft. Okay, aber um zu sparen. Helm auf. Ventil schalten nochmal aus. So. Genau. Sparen wir ein bisschen Leistung. Wieso ist der Block jetzt weiß? Jetzt kapiere ich gar nichts mehr. Jetzt bin ich total überfragt. Ich habe doch nicht Discharge. Da kommt nichts. Die Soundeffekte sind echt cool. So, total verwirrt, würde ich jetzt sagen. Wir beenden die Aufnahme wieder. Diesmal eine kleine. Ich glaube, 2 Folgen müsste es beim Schneiden geben. Nicht 3 oder 4 wie sonst immer, aber das reicht jetzt erstmal wieder. Dann kann ich in der Zwischenzeit dann den Gebäuden weiterbauen. Nochmal genauer schauen, wie das mit unserem Miner wird. Ob ich den jetzt auch richtig angefangen habe zu bauen, ich denke ja aber schon. Genau, dann müsste es alles passen. Hoffe ich doch mal. Dann wird es unser zweites
Fahrzeug, Vehikel. Zuerstes Flugzeug. Zweites Gefährt überhaupt. Ich hoffe, das findet man auch im Steam-Workshop Anklang bei euch. Und falls nicht, macht auch nichts. Fliege ich allein. Bohr die Löcher in den Planeten. So. Aber schön, mir gefällt es, dass es so langsam vorangeht. Dass es immer mehr Gebäude werden. Immer mehr an allem. Kann's kaum erwarten, so den anderen Planeten fliegen. Wird bestimmt ganz toll. So. Jetzt bin ich aber gleich wieder weg. In diesem Sinne, macht's gut, meine lieben Freunde. Vergesst nicht, den Abo-Knopf zu drücken, falls ihr es nicht schon getan habt. Ein Like da lassen ist auch immer ganz nett. Und ansonsten, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios.